Willkommen zurück zu FIFA. Ja, dann fangen wir an. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Haben wir raus, FIFA 16. Nehmen wir schon auf? Ja, wir nehmen schon auf. Ach, hallo. Boah, wir sind mega Stadion, mega Rasen. Man muss ganz ehrlich sagen, der Curry zählt nie von drei runter. Das ist nicht nett. Nee, mach ich auch nicht. Warum? Weil ich einfach. Jetzt stoß an! So wie du immer sagst, ich nehme einfach auf und was dann dabei rauskommt, ist immer lustig. Ja, worauf wartet ihr? Ja, mein allerletzter Ballkontakt. Mein erster und letzter. Ich muss gut ausnutzen. Ich krieg den Ball sowieso nicht mehr. Ey, so scheiße, das ist dein Ernst. Du machst das immer. Was macht weißt du, alle letzten Anschlüsse hat er den Ball verloren. Das war nice, Alter. Schön. Mega nice, Sascha. So, Leute, jetzt aber mal wieder ein bisschen ernst. Wir müssen irgendwie wieder Punkte holen, ne? Wer war denn nicht ernst bis jetzt? Ernst August. Hä? Was war das? Holländisch jetzt, oder was? Curry, Ball. Ja. Isst du eigentlich den ganzen Tag nur Suppe? Warum macht Dennis da jetzt einen Einbruch? Ich frag nur. Geil. Bitte ihn. Suppe die ganze Zeit. Curry. Was? Curry. Was? Warst du eigentlich schon mal in deinem Leben im Krankenhaus? Ja. Warum? Weil ich Gründe hatte. Nee, sag doch mal, warum? Wie, warum? Ja, warum? Ich als Freund mir wurde die Zunge rausoperiert. Was willst du denn jetzt hören? Ich darf, nicht einfach fragen. Was ja, denn? Ja, genau, weil man auch in der FIFA-Folge fragt, ob ich schon mal im Krankenhaus ja, weil. Warte mal, das wirst du nach der. Nein, nein, beantwort mir mal die Frage. Ich sag dir dann, warum ich dich das gefragt habe. Was denn? Was wurde dir warst du schon mal im Krankenhaus? Ja, ich war im Krankenhaus. Wie lange ist das denn zuletzt her? Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß es nicht mehr, wie lange. Vermisst du das? Fandest du das Krankenhaus schön? Nein. Da möchtest du nicht nochmal hin, ne? Nee, sag mal, nein. Was wurde dir rausgeholt? Okay, sollten wir die FIFA-Folge nicht hier gewinnen, dann kannst du da morgen aber direkt wieder einwandern, sag ich dir ganz ehrlich. Hey, wow. Was soll das? Das war jetzt ein fetter Diss. Ja, ich hab das voll gut aufgebaut, aber du hast gar nicht mitgespielt. Ey, warte mal. Warum warst du im Krankenhaus? Was wurde dir rausoperiert? Jetzt ernsthaft. Dein Herz, deine Seele. Wir wurden nichts rausoperiert, seid ihr doof? Wie viel haben sie abgenommen? Ein Stück vom Gehirn auf jeden Fall, aber was denn nur sonst? Wie viel, Kevin? Na, Curry, was Dennis war auch schon beim Krankenhaus. Ich war tatsächlich schon beim Krankenhaus. Soll ich erzählen, warum? Zu Besuch. Ja, weil du vorher ein Hund warst, Mann. Du hast dich umoperiert. Ja, klar, frag mal deine Mutter, sonst würdest du ja nie auf dem Planeten leben, ne? Ey, was hat das denn mit meiner Mutter zu tun? Ja. Wäre der Hund jetzt nicht schneller gewesen, wäre ich jetzt dein Vater, wa? Hey, du warst doch der Hund. Nee. Der Hund ist der. Curry, du denkst, dass es so ist, aber du weißt es gar nicht. Jo, nee. Franke Stürme existieren heute nicht mehr. Sauber! Jawohl. Ja, sauber war es nicht da, wo du gezeugt wurdest. Bei diesem Unfall. Unfall? Unfall? Da fall ich um vor Freude, ey. Selli, ey. Jo. Ey, Curry, sag doch mal, warum warst du im Krankenhaus? Ich bin früher 2 bis 3 Mal in Ohnmacht gefallen. Wieso? Ja! Nee. Schlecht. Der Mensch erfreut sich, dass der Curry in Unfall ist. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Was weiß ich doch nicht. Hä? Du bist war das gerade dein Ernst? Hey, du bist umgefallen, dann warst du im Krankenhaus dann nicht mehr umgefallen, oder was? Wegen Spekulatius. Ey, dieser Trick, ne? Sag mal, Major, kommst du noch mit, was Ärzte hast? Ey, Leute, ey. Ich verfolge euch die ganze Zeit schon nicht. Worum geht's? Major. Nur auf Twitter. Curry. Warum warst du im Krankenhaus? Weil mir so schlecht ging. Was hattest du denn? Sag doch einfach, Mann. Ich war auch da einmal wegen Mandeln. Ja, ich war auch wegen Mandeln und jetzt? Hä? Ja. Never warst du wegen Mandeln da. Wahrscheinlich hattest du einen Finger zu viel oder so, Alter, ganz ehrlich. So behindert, Alter. Danke. Ja, guck, ich hab recht, oder? Kann das sein? Ja, genau, ich hab das Tor. Was halten die denn heute? Das ja, wer hat das Tor gemacht? Wenn nicht. Was? Also, ich mein. Ja, aber ich hab voller gegeben, ja? Das ist doch hier. 69, guck, was 69 macht, guck. Na gar nichts. Ja, du stehst. Ich bin reingekommen am Ball und der Sascha hat dann einfach den reingeschummelt. So. Was macht Mädchen? Aber Curry, was willst du denn jetzt? Einfach mal im Krankenhaus. Ja, wegen Mandeln. Ich sag es doch. Never. Ja, doch. Das hättest du einfach gesagt. Leute, ich kann dir meine Mutter hier ans Herzchen holen. Und sonst holen ans Herzchen? Als Herzchen. Hattest du was mit dem Herzen? Alter, halt die Schnauze. Spekulatius. Weißt du, was ich einfach nur mal testen wollte, Curry? Wie schnell man dich eigentlich so aus dem Konzept bringen kann, ne? Ja, voll auf. Der Plan ist ja echt aufgegangen. Nee, Dennis kommt auf Ideen, ey. Dennis würde sagen, er hat mich manipuliert, Mann. Ja, klar, also ich hab dich sowieso, manipuliert dich jeden Tag, das weißt du ja gar nicht. Sag mal, wie nett du bist dabei. Moneyboy auch, ey. Was, nice. Moneyboy? Ist durch. Alter, Tor. Sascha, hier, Safe guck call. Mal oben. Zack. Schön. Rück. Ey, ist das gerade sein Ernst, Mann? Nächstes Mal. Nicht schlecht. Zack.
Warum faulst du da, Alter? Gott. Ohne Witz, diesen Typen zu suspendieren. Hä? Oh mein Gott. Guck mal, Taurus, du versuchst da extra zu faulen, um das Spiel zu Nein, ich dachte, dass ich den Ball abbrechen kann. Ja, klar. Abbrechen. Er grätscht. Major. Bewusst, 1000 schon, ja. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Ja, Mann, Sascha. Ja, Mann. Der ist so alt. Kannte den aber. Ich glaube, Major seine erotische Lache. Immer wenn der Major eine nackte Frau sieht, lacht er so. Ja, weiß oh! Ja, Major. Ach, deine Mutter mir letztens erzählt. Meine Mutter? Oh oh. Ich bin raus. Echt? Was war ja, das Mann. So los? Bin raus. Heißt du nicht mehr? Nichts zu tun haben. Nee. Diese böse Lass Geschichte mich. Da, die da vorgefallen ist. Oh, als Curry ja, im Krankenhaus war. Stimmt. Weil Curry einen Finger zu viel hatte. Er schießt von da. Alter. Ja, Mann. Mein Xbox-Pad, ich hab die Tasten getauscht. Alter, was war das für ein Schuss, Mann? Der war voll hart. Du hättest einmal querlegen müssen, Taurus, stand ja, bitte. Das stimmt, ja. Ey. Hätte die machen müssen. Teamplay, Egoist. Curry. Jetzt, was willst du denn warst jetzt? Warst du auch schon mal bei der Polizei? Nee. Warum? Das tatsächlich noch nicht. Aber im Krankenhaus warst du. Warum? Muss man bei der Polizei gewesen sein? Wie lange sein, warst du denn im Krankenhaus, als du die Mandeln rausbekommen hast? Eine Woche. Eine Woche? Ah, das ist dann haben wir schon mal eine Lüge. Hast du da auch immer Eis gegessen? Was für Lüge, Mann. Eine Woche. Moment mal, Major. Der Plan ist... Das dauert eigentlich nur einen Tag inzwischen. Aua. Weil die ja, haben, inzwischen. Die haben so ein Gerät erfunden. Ja, genau. Die frieren mir den Hals Mann, ein. Das und Ding heilt ist, das alles. Das Ding ist, Curry glaubt halt auch so, weißt du. Ja, inzwischen, so, weißt du. Die haben so ein Gerät erfunden inzwischen. Das ist jetzt wirklich wahr. Das habe ich bei... Sascha? Fernsehen gesehen, bei ja. Galileo. Bei Fernsehen. So. Das habe ich im Fernsehen gesehen, Curry. Habe ich bei Fernsehen. Zwar funktioniert das Gerät folgendermaßen. Was ist das denn, Alter? Ja. Du gehst halt zum Arzt so, sagst, hallo, meine Mandeln sind kaputt oder zu dick oder so. Kaputt. Dann sagt der Arzt so, warten Sie, ich hole das Gerät. Ne? Dann geht der in so einen Raum. Irgendwann wird der Gerät den Döner ersetzen. Nein, nein, nein. Du lässt mich nicht aus und guck, du hörst nicht zu. Ja, okay. Das ist aber jetzt wirklich bewiesen. Ich bin abgewichen gerade. Ernste Geschichte. Amar Abdallah. Am A also, nach unten. Amar Ökonome im. Dennis. Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Du musst warten, so bis Taurus kommt. Ja, okay. Dann warte ich eben, bis du die Geschichte weiter erzählen kannst. Obwohl. Hast du? Ja, toll. Sorry, okay. Major. Also, ja. Curry, bei dem Gerät ist es so, du gehst halt dahin, dann geht der Doktor, guckt deinen Hals an, sagt, okay, muss das Gerät holen. Dann nimmt er ein Edding und macht auf deinen Hals einen Punkt. Hier bei euch. Was ist? Hör doch zu. Macht er auf deinen Hals einen Punkt. Ja. Ne? Wo du Aua hast. Der drückt dann da rum und sagt, ey, guck mal hier, du hast weh. Dann sagt der Curry, ja. Dann sagt er, okay, Moment, ich mach da einen Punkt. Ja, hat der Punkt gemacht. Der Punkt. Ja, jetzt der irgendwie Punkt, schlechter Joke wird, ne? Der Punkt ist da. Ja. Oh! Anschließend, weil er muss ja wissen, wo, also wo du Schmerzen hast, deswegen malt er den Punkt dahin. Junge, komm zum Punkt, Mann. Also, so. Ja, er hat den Punkt doch schon gemalt, Mann. Ich muss mich ja dreimal wiederholen, weil die mich immer hier unterbrechen, die Leute. Ja. So. Nee. Dann hat der Curry den Punkt auf dem Hals. Ja. Dann geht der Arzt in den Raum, kommt wieder raus. Alter. Dann hat er ein Gerät in der Hand. Ich war Kind. Ja, dann sagt er, mach mal ah. Curry macht B. Das ist jetzt der ganze Joke. Nein, warte, das ist eine Wahrheit. Das ist kein Joke. Warum? Wie kommst du auf Joke? Dann macht der Curry A, dann nimmt er das Gerät und macht dann, so fasst den Curry dann hinten so eine Haare und zieht Curry seinen Nacken nach hinten, seinen Kopf nach hinten. Nacken wäre sehr lustig. Denn, boah, wie lustig, ey. Totlachen. Ich stelle mir das beim Curry mit seinem lustigen Hals mal vor. Egal, auf jeden Fall zieht der Curry seinen Kopf nach hinten. Dann hat der Curry das dann noch den Punkt. Also, der hat einen Punkt. Genau, der zieht den Nacken nach hinten. Dann nimmt er seine Faust, wo der einen Handschuh anhat, logischerweise. In den Mund rein oder was. Und dann reißt er die raus. Dann, wow. Das ist die Geschichte. Und der Punkt, weißt du, wozu der Punkt denn da war? Curry? Nee. Ja. Nur um dich abzulenken. Ich wollte das sagen, Alter. Also. Der wollte dir eigentlich sagen, dass da ein Messer kommt, der dir den Hals aufschneidet, damit du nicht so viel Angst hast. Aber dann nimmt er doch lieber die Faust. Das ist natürlich viel besser, wenn so ein Messer kommt im Hals. Ja, weil dann ist doch schnell vorbei. Also für die Mandeln, nicht für dich. Weil du überlebst ja, weil der Arzt, der rettet dich ja. Der näht dann deinen Hals wieder zu und macht dann SpongeBob-Aufkleber drauf. Oh, Junge, du Kipfer, Junge, Mann. FIFA. Ja, ich spiele die ganze Zeit FIFA. Ich habe mindestens schon einen Torschuss, Sascha. Und du? Hä? Tor. Den Tag, an dem Dennis mal FIFA spielt, will ich erleben, Alter. Ey. Ey, warum dissen uns alle gegenseitig? Curry. Oh, bei der schlecht hier. Ja, komm ich jetzt noch einen Punkt. Warst du auch schon mal bei der Feuerwehr? Nee. Hat die Feuerwehr dich schon mal besucht? Nee.
Es hat noch nie bei euch gebrannt? Nee. Okay, das kann sich ändern. Dann muss ich das erst noch in Erwägung bringen und das machen, damit ich dir die Geschichte erzählen kann, okay? Okay. Aber bei uns hat es schon mal gebrannt. Dafür bin ich aber verantwortlich. Bei uns hat es schon mal echt im Leben gebrannt. Ja, du bist dafür verantwortlich, dass das Haus am Schluss nicht mehr steht. Also bei uns hat es echt schon mal gebrannt. Soll ich mal die Geschichte erzählen oder interessiert die dich nicht? Nee. Weiß mal, okay. Erzähl. Boah. Es ist jetzt wirklich eine wahre Begebenheit. Okay? Ja, okay. Also, Punkt. Erzähl ich jetzt wirklich. Das ist exklusiv auf Curry seinen Kanal. Mhm. Achso, stimmt, bei Real Talk ist ja normalerweise alles erfunden, ey. Ich würde die Folge Extremes Feuer nennen. Ja, genau. Also, aber extrem groß geschrieben. Also die Geschichte ist folgendermaßen. Ich war so 12 oder 13, kann auch 15 sein, ich weiß nicht mehr. Und ich habe zu Hause so gewohnt, bei meiner Mutter. Okay. Wir haben im ersten Stock gewohnt. Oder im ersten. Genau. Was wäre so lustig, damit ihr erzählt? Das ist jetzt ein Witz. Ich musste halt überlegen, weil schon lange her. War so hoch immer, wenn man aus dem Fenster geguckt hat. War so hoch. Auf jeden Fall. Erster Stock so hoch, ey? Ja, kann auch der zweite. Ich meine, das war der erste. Okay. So, und dann waren wir so am Schlafen. Kann auch der zehnte. Nee, das wäre zu hoch. Hallo, das wüsste ich. Übertreibe ich nicht, ja. Ich darf die Geschichte. Ja, ja, okay. Okay, dann haben wir geschlafen und so. Alle waren gut drauf, also gut drauf, schöner Tag. Gut drauf, okay. Als sie geschlafen. Ja, und dann auf einmal kam so Rauch durch die Tür, so, weißt du? Es ist wirklich, wahr. Ja, kam so Rauch unten durch die Tür. Ne? Wir dachten erst so, keine Ahnung, vielleicht ist da draußen so ein Konzert mit Nebelmaschine. Ja, genau, im ersten Stock oder was? Hey, spielst du überhaupt noch? Was laberst du jetzt? Weil im ersten Stock im Flur war die Konzert. Auf jeden Fall. Es ist wirklich wahr. Aber das ist sogar eine scary Geschichte, pass auf. Und wir hatten damals im Hausflur ein Bild hängen, ja? Und auf dem Bild war ein. Nein, pass auf. Hab ich. Ja, schlecht. Auf dem Bild war so ein Junge drauf. Ja. Oder ein Mädchen, ich weiß es echt nicht mehr. Ist jetzt wirklich ohne Scheiß. Ja, beim Brand gestorben. Und das hat geweint auf dem Bild, ne? Ja. Sowas hattet ihr in der Wohnung? Nein, im Flur hängen. Wir hatten ja auch noch andere Nachbarn und so. Und die waren wirklich so krank im Kopf. Mhm. Weißt du, die fanden solche Bilder das schön. Das hängt man halt auch. Wo Kinder weinen einfach, weißt du, finden die schön. Ja. Ja. Das ist auch, warum du so geworden bist. Ja. So. Ja. Komm mal hier unten. Auf jeden Fall, jetzt pass auf. Der Flur hat gebrannt. Das Haus hat gebrannt. Ey, oh Mann. Ich hab dir erzählt. Weil der Witz ist, das ist wirklich passiert. So, guck. Ja, ich hab voll nach oben durchgepresst. Also du musst dir vorstellen, unser Flur war so aus Holz, aber so Treppen. Geländer und so war aus Holz. War halt schon ein altes Haus. So, und dann waren wir so oben, haben geschlafen, weil uns ging es ja gut und so, alles war okay. Und auf was ist denn los? Und auf einmal kommt unten so Feuer, also Rauch durch. Und wir so. Konzert. Ja. Das ist ja noch schlechter als die Curry-Story, Alter. Nein, das ist wirklich... Ja, ich kann ja nicht erzählen, weil ihr mich immer unterbrecht. Ja, ja, okay, mach weiter. Okay. Willi Weber. So, pass auf, unten kam so Rauch durch. Und wir dachten so, was ist jetzt los? Ne? Hat da vielleicht draußen eine Zigarette angemacht oder so? Und dann... Eine Zigarette. Weißt du, kommt so Rauch unter der Tür. Ich kann ja sein, manche zünden der ganze Flur so eingeraucht, weißt du? So, pass auf, ja, guck, du unterbrichst mich schon wieder. Ja, ich bin ja, jo. So, was? Ja, jo, oder was bist du? Ja, so sind wir tatsächlich auch eingeschlafen. Okay, komm. So. Auf jeden Fall, die Geschichte geht ja weiter. So, der Flur hat ja gebrannt. Wow, ne? Der Flur, was hab ich da gerade gemacht? Wie geht das? Was hab ich da für eine Taste gedrückt? Ja, der Flur hat gebrannt. So, also warum hat der Flur denn jetzt gebrannt? Weil das weiß keiner. So, aber guck, und dann hat mein Stiefvater noch bei uns gewohnt. Also der hat eine Etage über uns gewohnt. Ja. Und der hat dann so... Der hat dann... Nicht der, Mann. Dann nimmt er so einen Stock. Und haut so, also so ein... Woher hat er den Stock? Nein, so von Besen, diesen Stiel. Von so, Besen? Vom Besen. Lass mich doch mal ausreden. Okay. Und haut damit auf den Boden, wollte uns wecken. Ja, weil er konnte ja nicht durch den Flur gehen, weil der Flur brennt. Oder eine Nebelmaschine aufgestellt wurde, man weiß nicht. Beste Idee. Ist das. Und dann... Sorry, Mitch. Der Flur war komplett am Brennen und mein Stiefvater, ich war ja noch klein, hat dann die Feuerwehr gerufen. Und die hat sich tatsächlich, dass es wirklich war, erstmal verfahren. Ja? Mhm. Während der ganze Hausflur am Brennen war. So. Nur der Hausflur. Ne? Und hat sie gesagt, jo, jetzt müssen wir, zack, zack, wir müssen jetzt hier raus. Und dann kam die Feuerwehr, hat am Fenster geklopft, ist kein Witz, mit Leiterwagen. Ja, und ich weiß noch... Lass mich. Okay. Du bist eh eingeholt, aber ist dir klar. Wo läufst du denn hin? Hey, er läuft halt
Ja, genau, Alter! Oh, was ist das denn mit Fackel? Easy game, easy life. Ui! So, und dann hat der Feuerwehrmann an der Scheibe geklopft. Okay, der hat geklopft. Ja. Aber wir haben von gerade Tor geschossen. Wir haben aber nicht aufgemacht, weil vielleicht war das ein Fremder, der uns irgendwie ansehen wollte. Genau. Der wollte auch eine Zigarette auf. Ja. Nein, aber das ist wirklich wahr, die Geschichte. Ja, ja. Also wir haben das Fenster logischerweise doch aufgemacht, weil ich wollte ja überleben. Naja. So. Nur du. Dann sind wir ja halt die raus. Die Folge ist vorbei, die Geschichte von jedem. Okay, warte mal, das ist ein Cliffhanger. Okay. Nächste Part, ja, die Geschichte weiter. Okay. Bis in der nächsten. War der Feuerwehrmann wirklich echt oder hat Dennis sich das nur ausgedacht? In der nächsten Folge erzähle ich dann den Schluss der Geschichte. Alles klar, dann. Aber Leute müssen geil. Halt jetzt mal spekulieren, ob die Geschichte wahr ist oder eher nicht. Ja. Und was das mit dem Ist sie wahr? Ich bin mir echt unsicher, ey. Was hat es mit dem Rauch auf sich? Was ist mit dem Bild? Warum lacht er denn, ey? Guck mal, ich hab so ein traumatisches Erlebnis in meinem Leben. Weißt du, ich hab ein traumatisches. Ey, für diesen Kommentar muss ich schon irgendwie einen Nobelpreis geben. Ja. Okay, neue Folge. Wirklich eine der dramatischen Geschichten. Nee, nimm mir nicht ernst. Ja, aber in der nächsten Folge geht's weiter. In der nächsten Folge geht's weiter. So, tschüss. Okay.